Hallo zusammen, hier ist Andrea von 10 Talente. Willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige dir heute, wie du solche Ohrhängerchen machen kannst. Zart und filigran. Und das Muster von diesem Metallornament kommt oben wieder bei der Verzierung. Ach, und übrigens, die Ohrhänger sind eigentlich ganz einfach, auch für Anfänger geeignet. Du kannst daran gut die Würmchentechnik üben und sie sind schnell gemacht. Viel Spaß beim Zuschauen und beim Nachknüpfen. Du brauchst für diese Ohrhänger 2 Fäden in der Farbe 1 und 2 Fäden in der Farbe 2. Ich habe von dieser Farbe keine Stärke in 0,5 mm, deswegen nehme ich 1 mm und teile das. Jetzt habe ich 2. Dass das so gewellt ist, das macht nichts, wenn man am Schluss den Ohrhänger ein bisschen räuchert. Zeige ich nachher. Außerdem brauchst du ein Metallornament, eine schöne passende Perle, ein Ohrhaken und einen Nietstift. Du kannst einen Nietstift auch selber biegen, dann machst du hier unten eine Öse dran. Ich beginne jetzt mit diesem Element. Dazu stecke ich meinen Nietstift in die Perle und mache jetzt eine Öse mit dem kleinsten Stift von der 6er Lochzange. Dazu braucht es ungefähr 1,1 cm übrigen Draht. Also ich schneide den jetzt ab und halte den dann zu mir her, den Draht, packe ihn mit meiner Ösenzange, sodass der kleinste Stift oben liegt und drehe jetzt von mir weg. Nachfassen. Fertig. Naja, ein bisschen krumm ist sie noch. So. Und dann mache ich die Öse auf. Und zwar macht man immer die Öse. So herum auf, also nie, man zieht nicht so, sonst macht man die Form wieder kaputt, sondern man schiebt sie einfach nach hinten weg. Und dann hänge ich sie ein und biege sie genauso wieder zu. So. Jetzt hänge ich meine Fäden ein. Fünfzehn Zentimeter das eine Ende. Jetzt ist das kurze Ende hier unten. Das muss ich auf der anderen Seite jetzt genauso machen. Ob das kurze oben oder unten ist, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass ich es auf beiden Seiten gleich mache.
Der lange macht jetzt um den kurzen doppelte Halbschläge herum. Und zwar erst unten durchkreuzen mit dem langen und dann eine Schlinge legen, nach links, den Faden durch, den langen und am kurzen runterrutschen. Ich fange immer mit zwei in die gleiche Richtung an, weil ich mir einbilde, dass dann die Schlingen von diesen Würmchen nach unten zu liegen kommen und nicht so sehr auf die Seite zeigen. Das gefällt mir nicht so. Jetzt gehe ich unten durch auf die andere Seite und mache so rum meine Schlinge und gehe unten durch. Drei. Dritter Knoten. Vier. Fünfzehn. Sechzehn. 17, 18, 19, 20. Das reicht jetzt, glaube ich, erstmal. Du musst so aufhören, dass dein Knotfaden nach außen zeigt, wenn du dein Würmchen hinlegst. So, ich mache sofort die andere Seite, dann muss ich mir nicht so lang merken, wie viel ich machen muss. Wieder darauf achten, dass du mit dem langen knotest und nicht mit dem kurzen. Also erst unten drunter durchkreuzen, dann eine Schlinge legen, eins, zwei und jetzt immer abwechselnd, drei. So, hier genau das gleiche, bloß etwas kürzer, weil das die inneren beiden Würmchen sind. Den langen um den kurzen. Erst unten drunter durch, dann zweimal in diese Richtung. Ja, das reicht schon. 12. Und noch einen in die gleiche Richtung. 13. Wieder den langen. Unten drunter durchtauschen. Und 14 in diese Richtung. 1. 2. Und noch einen in die gleiche Richtung. So, jetzt schaue ich, ob die gleich lang sind. Ja. So, jetzt mache ich rechts über links. Rechts über links. Ein doppelter Halbschlag. Schön zuziehen. Dann mache ich die nächsten Würmchen an diesem Würmchen fest, an diesen Knotfäden. Und dazu bleibt der Leitfaden von dem rosa Würmchen, der bleibt Leitfaden. Der wird über die anderen gelegt und die Knotfäden von dem anderen Würmchen werden drauf geknotet. Eins, zwei,
Eins, zwei. Genauso auf der anderen Seite. Der Leitfaden bleibt Leitfaden von dem Würmchen. Eins, zwei. Eins, zwei. Und jetzt wieder rechts über links, die beiden Leitfäden in der Mitte. So, jetzt wird es spannend. Jetzt nimmst du den obersten, knotest um den zweiten herum einen doppelten Halbschlag nach unten. Eins, zwei. Und jetzt macht dieser Leitfaden eine Kurve und der gleiche Knotfaden knotet jetzt einen doppelten Halbschlag nach außen. Eins, zwei. Dann erhältst du eine Kurve. Und jetzt geht dieser Leitfaden, der hier um die Kurve geht, als Knotfaden um diesen nächsten Faden. Also ein Knotfaden geht immer unten drunter, der Leitfaden oben drüber. Das ist jetzt der Leitfaden, der zweite. Ich mache einen doppelten Halbschlag nach unten. Eins, zwei. Und der neue Leitfaden macht jetzt auch wieder eine Kurve. Der Knotfaden bleibt Knotfaden und geht jetzt nach außen. Eins, zwei. Und jetzt wird dieser Leitfaden wieder zum Knotfaden, geht unter den nächsten Faden, der jetzt Leitfaden wird, und macht einen doppelten Halbschlag. Eins, zwei. Das gleiche auf der anderen Seite. Der oberste Faden ist der Knotfaden, der zweite der Leitfaden. Der Knotfaden geht unten drunter, weil der Leitfaden immer oben drüber gehen muss. Ein doppelter Halbschlag nach unten. Der Leitfaden geht um die Ecke. Der Knotfaden unten durch und knotet einen doppelten Halbschlag nach außen. Dieser Leitfaden wird jetzt zum Knotfaden. Der nächste Faden ist der Leitfaden. Ein doppelter Halbschlag um diesen kurzen Leitfaden. Der Leitfaden biegt ums Eck. Der Knotfaden geht nach außen, unten drunter. Und ich mache einen doppelten Halbschlag. Mein Leitfaden wird jetzt wieder zum Knotfaden und geht um den nächsten Leitfaden herum. Ein doppelter Halbschlag. Jetzt habe ich hier vier Fäden. Der Leitfaden und die Knotfäden. Und auf diese beiden Leitfäden fädle ich jetzt einen Ohrhänger auf. Und zwar gehen die Leitfäden gekreuzt durch den Ohrhänger. Jetzt nehme ich beide Leitfäden zusammen und umknüpfe die mit den Knotfäden. Und zwar
Der von rechts geht jetzt unten drunter durch. Mein Leitfaden geht jetzt um die Ecke. Der, der von oben kommt, und den anderen lege ich einfach dazu. Ich ziehe also den, der von oben kommt, stramm. Und mache mit meinem Knotfaden, mit meinem rechten, einen doppelten Halbschlag nach außen. Jetzt habe ich diesen dazugelegten Leitfaden eingeknotet. Schön aufpassen, dass du auch deinen Ohrhaken richtig rum einfädelst. So, der zweite Knotfaden, der nach innen zeigt, geht jetzt unten durch nach außen und umknotet diese beiden Leitfäden. Jetzt ziehst du diese beiden Leitfäden stramm. Du ziehst die Schlinge zu. Und dann ziehe ich noch mal die Knotfäden hier fest. Und schneide meine Fäden ab und verschmore sie. Jetzt siehst du, dass diese Beinchen von den Würmchen ganz schön nach unten zeigen und nicht so zur Seite. Das ergibt ein klareres Knüpfbild. So, jetzt sortiere ich schnell meine Fäden. Das sind jetzt meine beiden Knotfäden, die braunen. Und diese hier waren meine letzten Leitfäden. Mit diesen vier Fäden mache ich jetzt eine Schlaufe, sodass ich meinen Ohrhaken einfädeln kann. Der Ohrhaken wird auf die Leitfäden gefädelt, und zwar getauscht. Der Knotfaden von rechts, der ist zuletzt nach innen gegangen, der geht jetzt nach außen, macht einen doppelten Halbschlag um beide gekreuzte Leitfäden. Eins, zwei. Der anderen Seite genauso. Das ist der braune, ist der Knotfaden, der geht jetzt zuerst unten durch nach außen und dann knotet er einen doppelten Halbschlag. Eins, zwei. Und jetzt ziehst du an diesen Leitfäden. So. Vor dem Verschmoren nochmal alles gut festziehen, besonders oben diese doppelten Leitfäden und Knotfäden. Und dann schneidest du deine übrigen Fäden ab und verschmorst sie.
Warum jetzt noch so ein Werkstück räuchern, also mit dem Feuerzeug drüber wedeln? Das mache ich deshalb, weil es die kleinsten Härchen von dem Faden abflammt und das Wachs dann ein bisschen schmilzt und die einzelnen Schlingen ein bisschen zusammengebacken werden. Das ergibt dann ein klareres Bild. Die Farben leuchten mehr, werden leicht dunkler und die Strukturen kommen klarer heraus. Das Abflammen mache ich so, ich stelle das Feuerzeug auf und fahre von unten ein bisschen drüber. Nicht umgekehrt von oben mit dem Feuerzeug, da verbrennst du dich. So, jetzt den Vergleich. Ich halte es nochmal hin, dass man es besser sieht. Jetzt bringst du dein Ohrhängerchen noch so ein bisschen in Form, dass es ein bisschen dicker wird. Makramee lässt sich ganz gut noch modellieren, wenn man fertig geknüpft hat. Siehst du den Unterschied? Danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Video.